Der Ausgang scheint unvermeidlich, zumal die Verhandlungen mit der sozialdemokratischen Stadtverwaltung scheitern. Und wie Kommunen gehen da finden so ein Stadt? Die Kommunen, das gefinde, für die wir haben keine Verpflichtung für die hier Unge in Verhältnis zu anderen Unge. Men der auch also noch das tyder på nu, at de ikke har tænkt sig at fraflytte nogen på noget som helst tidspunkt. Hvad vil du gøre ved det? Jamen altså, jeg kan jo ikke gøre noget ved det, når det er sådan, at det er helt klart, at det ikke er deres hus. Så kigge det termine. Was veranlasst die Kopenhagener Stadtverwaltung eigentlich dazu, in dieser Angelegenheit so kalt, so verwaltungstechnisch vorzugehen? Nehmen Sie diese Abgeordnete, die sagt, sie verhalten sich gesetzeswidrig. Die Frage nach dem Recht, die Frage nach der Freiheit, die Frage nach der Vielfalt, all das zählt in Ihren Augen nicht gegenüber diesem einen Punkt. Sie stehen außerhalb des Gesetzes. Also kommt man zu dieser Entschlossenheit. Und was diese bestimmt und erklärt, ist, dass es um einen finanziellen Vorgang geht. Das ist es nämlich. Dieses Gebäude liegt im Stadtzentrum, also nicht irgendwo am Stadtrand. Und es besteht die Möglichkeit, daraus finanziell Profit zu ziehen. Das ist die Logik. In den meisten Metropolen der Welt funktioniert derselbe Mechanismus der Grund- und Bodenspekulation. Überall werden die einfachen Stadtteile zu niedrigen Preisen aufgekauft, renoviert, dann für teures Geld weiterverkauft. Damit werden beträchtliche Profite eingestrichen. Blicke ich in die Kamera? Dann muss ich nur noch wissen, ab wann. Für das Jugendzentrum ist Silvester mehr denn je ein entscheidender Tag. Das neue Jahr beginnt mit einer Bedrohung, die über unseren Köpfen schwebt. Mehrere Personen, darunter Oberbürgermeisterin Rit Bjerregaard, behaupten, dass es hier im Jugendzentrum zwei unterschiedliche Gruppen gibt. Eine, die Konzerte organisiert, und eine andere, die mit schwarzen Klamotten und Helm herumsitzt und nur darauf wartet, sich mit der Polizei zu prügeln. Es gibt nicht zwei Gruppen hier. Es gibt eine große Gruppe sehr kreativer und tatkräftiger Jugendlicher, die dafür leben, kulturelle Werte zu schaffen, die allen zugutekommen können. Andere haben sich nie rechtfertigen müssen. Warum sollte es Platz für eine Oper geben, wenn es keinen für die Punks gibt? Warum soll es Platz für Immobilienmakler geben, wenn sich keiner ihre Wohnungen leisten kann? Warum soll es Raum für Fastfood-Ketten geben, wenn es keinen für unsere Volksküchen gibt? Warum soll es Platz für die Reichen geben, wenn es keinen für die Armen gibt? Wenn wir jetzt ein neues Jahr beginnen, dann lasst uns einen Moment darüber nachdenken, was für ein Kopenhagen wir wollen. Ein gutes neues Jahr. Ich habe keinen Bock, mit einem Helm auf dem Kopf und einer Eisenstange in der Hand auf die Straße zu gehen und zu wissen, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich oder ein paar meiner Freunde vielleicht erschossen. Oder ich schlage einen Polizisten zum Krüppel oder weiß der Teufel was. Darauf habe ich keinen Bock. Aber auf der anderen Seite habe ich auch echt keinen Bock, das hier ohne Widerstand geschehen zu lassen. Irgendwie wie so ein beschissener Idiot. Es sieht so aus, dass wir wahrscheinlich auch in einem halben Jahr noch kein Haus haben. Was zum Teufel soll ich denn dann machen? Wo soll ich hin? Mein Leben ist dann eindeutig weniger lebenswert. Die organisierte Räumung wurde wie eine militärische Operation minutiös vorbereitet. Elitesoldaten der antiterroristischen Kampftruppe gehen zum Angriff über. Hunderte von Polizisten werden mobilisiert. All das ergibt eine unerbittliche Logik, die besagt, dass diese jungen Leute nicht mehr dort sein dürfen. Was auch immer geschieht, welche Mittel man auch anwenden muss, was auch immer die Konsequenzen sind,
Vielleicht nimmt man sich ein bisschen Zeit, um mit ihnen zu diskutieren. Man trödelt ein bisschen herum. Aber schließlich werden sie abgeführt. Und das hat zur Folge, zur symbolischen Folge, die man auch eine politische nennen könnte und die erheblich ist, dass bei diesen jungen Leuten das bisschen an Illusionen, das ihnen geblieben ist, das bisschen Vertrauen, das sie noch in das politische System hatten, vollständig weggebrochen ist. Das heißt, dass man den Abstand zwischen der Staatsgewalt und der Jugend deutlich vergrößert hat. Die Räumung und der Abriss des Jugendhauses entfesseln Ausschreitungen, die 6 Tage dauern. Es sind die heftigsten seit 20 Jahren in Kopenhagen. Die Operation hat den dänischen Behörden, aber auch denen anderer europäischer Länder als Versuchslabor gedient. Französische, englische, deutsche und schwedische Sicherheitsexperten sind extra angereist, um den Ablauf der Räumung zu verfolgen. Heute tauscht sich die Polizei auf internationaler Ebene aus, um Modelle zu entwickeln, mit denen man jede Form urbaner Gewalt niederschlagen kann. Sicher ist, dass man das nicht durch Repressionen oder einzig durch eine disziplinarische und repressive Logik bewältigen wird. Es wird einen Moment geben müssen, in dem die Leute an der Macht oder im Umkreis der Macht innehalten, um ernsthaft zuzuhören, was vorgeht und was ihnen diese Vorgänge sagen sollen. Man bekommt ja immer von seinen Lehrern und Eltern zu hören, dass man sich richtig verhalten soll. Dass man anständig reden, diplomatisch und demokratisch sein soll. Dass es für jeden Konflikt eine Lösung gibt. Verdammt viele von uns haben das so gelernt und betrachten das als vernünftig. Und das ist es ja auch. Aber wenn die Mächtigen das Spiel nicht so mitspielen, wie sie eigentlich sollten, was sollen wir denn dann machen? Dann sehen wir auch keine Möglichkeit, das Spiel mitzuspielen. Genau an dem Punkt stehe ich heute. Ich habe keine Lust mehr. Ich werde sie einfach vernichten. Ich werde ihr System und ihr Spiel zerstören. Da gibt es wirklich eine tödliche Logik. Ja, eine totgeweihte Logik. Man zerstört den Sinn der Dinge, indem man so denkt. Zu denken, sie seien eine Bedrohung, ist für die Jugendlichen physisch gefährlich. Aber es ist auch symbolisch gefährlich für die Gefühlswelt des Einzelnen. In jeder Hinsicht. Für die Älteren ist die junge Generation kein Zukunftsversprechen mehr. Als Folge treten immer wieder Konfrontationen auf, die neue Konfrontationen nach sich ziehen. Das Beispiel Griechenland ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Im Dezember 2008 erlebt dieses Land einen nie dagewesenen Gewaltausbruch seit dem Sturz der Diktatur im Jahre 1974. Die 3-wöchigen Ausschreitungen beginnen in Athen und breiten sich über das ganze Land aus. Nicht in den verrufenen Vorstädten, sondern in den Innenstädten, zwischen Universitäten und Schulen. In diesem Fall ist der Auslöser ein polizeilicher Übergriff. Am Abend des 6. Dezember 2008 wird in einem Athener Arbeiterviertel ein 15-jähriger Jugendlicher von der Kugel eines Polizeibeamten getötet. Eine einfache verbale Auseinandersetzung mit 2 Jungen ist eskaliert. Die von Augenzeugen gefilmte Szene wird noch am selben Abend ins Netz gestellt. Die Neuigkeit verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ein Freund, der dort war, rief mich an und sagte, die Bullen haben auf einen Jungen geschossen. Ein Freund von mir. Er ist in meinen Armen gestorben. Von der Ermordung von Alexei Grigoropoulos habe ich am selben Abend, an dem es geschah, telefonisch erfahren. Und ab der Zeit, als ich es erfahren hatte, ging den ganzen Abend das Handy. Es kamen laufend SMS, die für den nächsten Morgen zu einem Trauermarsch aufriefen. Ein Polizist tötet einen Jungen. Unsere erste Reaktion war natürlich, uns zu vermummen und auf die Straße zu gehen, wie viele andere Menschen auch.
Es ist etwas, was ganz einfach so geschah. Ich denke nämlich, dass viele Menschen so viel ertragen mussten, dass dies das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und natürlich kam die Polizei auch. Unser Ziel war die Polizei und nur die Polizei. Eine der Situationen, die sich wiederholen und die weltweit zu Ausschreitungen führen, ist der Tod eines Jugendlichen. Die Polizei wird verdächtigt, für den Tod verantwortlich zu sein. Ob das nun zu Recht oder zu Unrecht ist, spielt keine Rolle. Der Verdacht als solcher ist wichtig, weil dieser Verdacht den Gedanken beinhaltet, und so haben das auch die Jugendlichen 2005 und 2006 in Frankreich empfunden, dass ihr Leben weniger wert ist als das anderer Menschen. Es ist tatsächlich tragisch. Und dann denkst du, wofür zum Teufel wähle ich sie? Was zum Teufel tut diese Gesellschaft, dieser Staat? Nichts. Was machst du also? Du gehst raus und probst den Aufstand. Und da ist alles gerechtfertigt. Ich finde, alles. Ich würde sagen, es war die einzige Möglichkeit, meine Wut auszudrücken. Denn ich denke, dass es keine von den Situationen war, wo du sagen konntest, ich bin Pazifist. Es gibt einen Toten. Das ist keine leichte Sache. Da steigt einer aus seinem Wagen und tötet einen Jungen. Er ist ein Polizist und er haut einfach ab. Da gibt es keinen Frieden, da gibt es Gewalt. Nur Gewalt. Die Frage nach dem Wert ihres Lebens ist eine wesentliche Frage, weil sie zugleich zeigt, dass die Staaten, die Regierungen und die für die Organisation der Gesellschaft verantwortlichen Menschen unfähig sind, dem Potenzial dieses Lebens gerecht zu werden. Und das zeigt auch die Fähigkeit dieser Jugendlichen, trotz allem den Gedanken weiterzutragen, dass sie ihren Platz haben. Und gemeinsam in der Lage sind, dem Staat zu sagen, so geht's nicht. Da geht ihr zu weit. Wir sind auch da. Im Grunde ist das wichtigste Motiv eines Aufstandes zu zeigen, wir sind da. Vergesst nicht, wir sind da. Wir zählen auch. Wir leben. Wir sind lebendig. Nous vivons. Nous sommes vivants. Im ganzen Land kochen die Emotionen über. Am Tag nach dem Tod des Schülers gehen Tausende von Menschen jeden Alters spontan auf die Straße, um ihre Empörung zu bekunden. Dieser Marsch hatte eine beispiellose Dynamik. So was habe ich noch nicht erlebt. Bis zu diesem Moment hatte ich noch nie eine so dynamische Menschenmenge gesehen. Und ich sah überall und auch bei mir selbst, dass keiner, aber auch kein einziger herumdruckste. Niemand hatte Angst. Der Tod des Jugendlichen ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem die griechische Gesellschaft in erheblichen Schwierigkeiten steckt. Die Jugend ist besonders betroffen von wachsender Armut und erhöhter Arbeitslosigkeit. 23% der 18- bis 25-Jährigen sind ohne Job. Die sogenannte 600-Euro-Generation, so hoch ist das Durchschnittsgehalt junger Arbeitnehmer, hat viele Gründe, unzufrieden zu sein. Doch die Behörden entscheiden sich in dieser angespannten Lage, hart durchzugreifen.